Hallo liebe Freunde von CryptoTV. Freut mich sehr, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt zu diesem kurzen Informationsvideo. Heute möchte ich euch 4 Livestream-Sendungen ankündigen, die am Sonntag um 19 Uhr beginnen werden. Die erste Sendung am Sonntag wird sich um die Kryptowährungen handeln. Ein paar von euch werden schon die erste Sendung mitbekommen haben über Kryptowährungen, die ich gemacht habe. Die musste ich ja dann in der Sendung abbrechen, weil man damals sehr große Zahnschmerzen hatte. Jetzt geht es mir endlich besser und darum hole ich das heute nach. Aber versprochen, dieses Mal wird die Sendung bis zum Ende durchgestanden. Also, nur ganz kurze Information, es geht um die Kryptowährungen, wo ich einfach darlegen will, dass sie eine Gefahr für unsere freie Gesellschaft sind. Also als trojanisches Pferd dienen, um uns vollkommen die Menschenrechte zu nehmen. Am Montag, ich habe mir das nochmal ein bisschen aufgeschrieben, dass ich nicht durcheinander komme. Genau, Montag, Tag darauf, wieder um 19 Uhr, da möchte ich mich den an Herrn Harald Thiers widmen. Ja? Das werden auch ein paar von euch schon wissen, mit denen hatte ich ein großes Disput. Da ging es ja um sein Thema, der Kampf hinter den Kulissen und so. Ja? Ich habe ein Dossier erstellt von den letzten, von den ersten 3 Sendungen, wo ich mit dabei war, wo er auch mich persönlich angegriffen hat, sehr, sehr unlauter. Und das einfach das, der reinste Blödsinn ist, was er da generell erzählt, ja, über die Außerirdischen, die uns retten werden und so weiter und so fort, ja. Meiner Meinung nach ist dieser Harald Thiers ein großer Blender und eine Gefahr für uns alle. Ja. Doch ich will mich heute kurz halten. Seid einfach gespannt und neugierig und schaut vielleicht mit rein um 19 Uhr am Montag, wenn es dann darum geht, den Harald Thiers Geschichte zu debanken, ja, zu widerlegen. Dann am Dienstag um 19 Uhr, da möchte ich mich dann meinen alten Medienpartnern widmen, also meine Erfahrungen dessen, was ich da sammeln konnte. Beim alternativen Medien konnte ich ja als Partner mitwirken, was sich aber mittlerweile geändert hat. Ich habe mich von allen gelöst. Also ich möchte sogar Abstand halten von meinen alten alternativen Medienpartnern. Und da werde ich mal so aus den Nähkästchen plaudern, ein paar kleine Warnungen rausschicken und hoffentlich diese Medienbetreiber von den Kanälen wie Okidok, BewusstTV und so weiter vielleicht zum Andenken anregen, dass sie doch einiges zu ändern haben, wenn sie noch glaubhaft drüber kommen wollen. Ja? Auch wird in diesem Tag am Dienstag eine Bekanntgabe gegeben werden von mir, dass ich mein Kanal CryptoTV, so wie er jetzt besteht, komplett auflösen wird. Also nutzt die nächsten, letzten 4 Live-Sendungen mit mir. Höchstwahrscheinlich wird es danach keine einzigen mehr geben. Zu 95% ist es schon mal ziemlich sicher, weil so kann ich nicht mehr weitermachen. Ich gehe kaputt und pankrott. Ich muss jetzt auch auf mich schauen. Ansonsten kann ich mir gleich die Kugel geben. Tja, am Mittwoch, den 19. um 19 Uhr, also jeden Tag wird es eben eine Live-Sendung geben. Am Mittwoch wird dann voraussichtlich die letzte sein. Schauen wir mal, wie es wird. Vielleicht kann sich auch was ändern. Mal schauen. Aber da werde ich ein Video, das ich schon mal gemacht habe, zerlegen, etwas kürzer gestalten. Das war ein 2,5-Stunden-Video mit dem Namen Reformen für die Welt. Das werde ich zu einem Drittel abkürzen, auf ein Drittel abkürzen. Und euch dies präsentieren, weil mir das sehr wichtig war, weil ich mir denke, die Gedanken, die ich da wiedergebe, über welche Reformen heilsam für die Welt, für uns alle wären, mir sehr wichtig waren. Und das Video ist für mich leider zu weit untergegangen bei euch. Natürlich werdet ihr euch alle an diesen 4 Tagen per Live-Chat mit beteiligen dürfen. Ich freue mich natürlich für eure Kommentare, Meinungen, für einen regen Diskussionsaustausch. Und dazu werde ich auch meine Skype-Leitung einschalten. Also ihr könnt dann via Chat mit mir über diese Themen kommunizieren, die hier an diesem Tag starten. Aber auch
am Ende dann per Skype-Leitung via Audio-Stream mit mir euch unterhalten können. Da könnt ihr euch dann selbst dazu entscheiden, ob ihr das nur Audio wollt oder auch mit Video. Okay, die Skype-Adresse, die blende ich ja gerade unten ein, wird auch in der Videobeschreibung drinnen sein, doch ich gebe es einfach mal mündlich auch durch. Das ist Krypto, Leerzeichen, TV, Leerzeichen, Bindestrich, Leerzeichen, Livestream. Genau. Und tja, bis dahin haben wir noch ein paar Tage Zeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Nutzt die Chance, das letzte Mal bei 4 Sendungen von Krypto TV mit dabei sein zu können oder auch sogar wirklich mitbeteiligen zu können. Okay. Somit bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ihr dabei seid. Viele sind es eh nie bei mir leider. Aber wenn es nur 2, 3 sind, das ist für mich schon immer gut genug gewesen, weil ich bin ja nicht auf Clickbashing, sondern einfach nur darüber, Informationen wiederzugeben, die für, ich denke, wichtig sind. Und ob es 5 oder 100 sind, naja. Okay, somit wünsche ich mir noch wunderschöne Zeiten in diesem neuen Paradigmawechsel, die uns Corona hier heute beschert hat. Und bis dahin dann, gehabt euch wohl. Tschüss.